Jawohl, und damit erstmal herzlich willkommen zu Murdered Soul Suspect. Murdered Soul Suspect. Ja, es ist soweit. Ihr seht's, das erste Video. Yeah, geil, YouTube. Wuhu, boah, geil, Porno. Lange musstet ihr darauf warten. Es ist endlich soweit. Ja, woran hat's gelegen? Ihr wisst selber, es ist ja etwas länger her. Ich wollte das Spiel unbedingt spielen. Ich hab's mir runtergeladen. Ich find's total geil angespielt mit euch. Ich hab's im Stream versucht, ihr wisst es ganz genau. Und im Stream hat's leider nicht geklappt, weil der Spielsound nicht übertragen worden ist, sondern nur meine dämliche Stimme, mein dummes Gequatsche, wie ihr es ja immer kennt. Und auch bei der Share-Aufnahme, also bei der Share-Taste von der PlayStation, die Aufnahmetaste, funktioniert das Ganze nicht. Kommt auch kein Spiele-Sound. Das ist aber ein Problem vom Spiel und da ist auch kein Patch mehr nachgereicht worden von Square Enix. Das Ganze kommt von Square Enix. Übrigens ist so ein Thriller, Third-Person-Thriller, mit so ein bisschen Geister und so richtig cool gemacht. Ihr wisst ja, wovon ich rede. was wollte ich sagen? Ja, womit nimmt der das jetzt auf, fragt ihr euch? Ja, ich hab sie hier. Ich hab die Elgato Game Capture-Karte mir geholt, die HD60. Und das heißt, es wird in Zukunft natürlich auch viel, viel mehr Let's Plays dann geben. Wenn ich natürlich die Zeit dafür finde, ist es ein bisschen später geworden mit den ganzen Sachen, mit dem ganzen Pipapo. Ihr wisst ja, meine Zeit ist auch ein bisschen begrenzt. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe sogar jetzt einen eigenen Bildschirm, wo ich dann auch sehen kann, Mikrofonpegel und bla 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 etc. Aber bevor ich jetzt hier groß rumquatsche, was die Elgato alles kann, kann ich euch immer noch erzählen, vielleicht im anderen Video. Drücke ich jetzt erstmal auf neues Spiel, ich möchte es überschreiben und dann geht's jetzt auch los. Salem, Massachusetts. Heutiger Tag. Serienmörder terrorisiert die verschlafenen Straßen Silence. Dieses Bild einer Glocke, eine Visitenkarte, deren Bedeutung sich die Polizei die Bedeutung des nicht Glockensymbols ist, bleibt ebenfalls ein Rätsel. Die Sprecher des Salem Police Department drückte uns jede, der über Hinweise verfügt, wird gebeten, die anonyme Polizei von diese primitive Zeichnung einer Glocke wurde in den letzten Wochen an Tatorten. Es gibt keine Verbindung zwischen den Opfern. Was ist also die Bedeutung einer Glocke? Das heißt, es gibt keine Hinweise? Keinerlei Hinweise? Wenn du auf der Straße aufwächst, glaubst du, du seist unbesiegbar. Nichts kann dir was anhaben. Du verlierst nie wirklich. Dann willst du nur einen Spinner verhaften und stellst fest, dass du gar nicht so unbesiegbar bist. Was ist denn Ronan für ein Name? Das Kind hat mein Portemonnaie geklaut! Jetzt ist es offiziell. Das tut weh! Wer mein Auto klaut, der bezahlt dafür! Connor, wir verhaften Sie wegen des Angriffs auf Vincent Coulthier. Schuldig befunden des zweifachen Autodiebstahls. Angeklagt des Einbruchs. Des schweren Diebstahls und des Angriffs mit einer Waffe. Lass mich das machen. Meine Schwester ja nicht irgendeinen Penner heiraten lassen. Ich will. Natürlich will ich. Nein. Nein, Julia. Bleib bei mir, hörst du? Julia. Nein, bleib bei mir. Bleib bei mir. Deine Familie hat sich mit ihren Verbrechen geschmückt. Und jetzt glaubst du, dein neues Abzeichen macht alles wieder gut? Schissener Krimineller! Mach mal halblang, Mann. Okay? Verrückt. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du bist lebensmüde. Umdrehen. Sie sind verhaftet. Überlebt. Bleib, wo du bist, Drecksack. Ich komm wieder hoch.
Du hast das Recht zu schweigen. Jeder Kopf, den du aus dem Fenster wirfst, wird dich jagen und dir in den Arsch treten. Nutze den linken Stick, um vorwärts zu gehen. Ja, und da sind wir auch schon. Wir haben rausgefunden, wir sind O'Connor und wir sind wohl nicht ein ganz anständiger Junge. Oder anständiger Kopf. Schauen wir mal. Und wir sind gerade irgendwie aus dem vierten Stock, glaube ich, gefallen und wir sind noch am Leben. So scheint es zumindest. Verdammt abgeschlossen. Der Griff bewegt sich nicht mal, er klemmt. Oh. Aufgepasst, Lady. Nein, nein, nein! Berühren, benutze den linken Stick, um nach dein Gesicht zu greifen. Ich lebe noch. Ich habe noch eine Chance. Wenn ich in meinen Körper zurückkehre, dann vielleicht... Vielleicht wache ich ja auf. Ja, versuchen wir das mal. Benutze den linken Stick und den rechten, um deinen Körper auszufüllen, auszudrücken. Jetzt noch den Kopf da rein bewegen. Was? Ich glaube, das ist ein Spielfehler gerade, dass da noch ein Kopf ist. Komm schon. Jemand muss das Glas splittern gehört haben. Gruselig, gruselig. Nein. Komm schon. Scheiße. Somit befinden wir uns in der Geisterwelt. Neues Ziel, geh auf das Licht zu. Geh nicht ins Licht. Benutze den rechten Stick, um die Kamera zu justieren. Ja, das kennen wir ja. Ronan? Wer ist denn da? Geh nicht ins Licht, Johnny. Ich muss. Ronan. Ich kann nicht glauben, dass ich dich gefunden habe. Oh mein Gott. Julia. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Du siehst gut aus. Tja, geht so. Ja. Gott, habe ich dich vermisst. Ich würde alles geben, dort bei dir zu sein. Wieder mit dir zusammen zu sein. Aber... Was? Nein. Oh nein, 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 nicht schon wieder, nicht du. Wenn du nicht hier bist, wo dann? Auf der anderen Seite der Brücke. Brücke? Was? Welche Brücke? Bist jetzt in einem Gefängnis. Oder auf einer Brücke. Kommt darauf an, wie du es siehst. Jedenfalls bist du dort nicht sicher. Hörst du mich? Wir müssen dich über die Brücke bringen. Du musst weiterziehen. Weiterziehen? Dahin, wo du bist? Sorg dich nicht um mich. Etwas in deinem Leben ist noch nicht abgeschlossen. Wir haben nicht viel Zeit. Denk nach, was
in deinem Leben ist ungeklärt. Ich weiß es nicht. Finde es raus. Jetzt geh. Nein, Julia, beim letzten Mal war ich am Boden zerstört. Bitte verlass mich nicht nochmal. Wir sehen uns wieder, Liebste. Aber jetzt rette dich selbst. Nein. Julia! Geh nicht, Julia! Verdammt! Hallo? Da liegt ein Mann auf der Straße vor den Regal Apartments. Er wurde angeschossen. Schicken Sie einen Krankenwagen. Er atmet nicht. Mein Freund sagt, er atmet nicht. Ich fühle keinen Puls. Hier ist überall zerbrochenes Glas und jede Menge Blut. Mann, das ist übel. Ja, ich bleib in der Leitung, bis Hilfe kommt. Ja, und somit haben wir gerade erfahren von Julia, unserer Frau, dass irgendwas noch nicht, ja, geklärt ist in unserem Leben. Natürlich müssen wir unseren Mörder finden. Kannst du mich hören? Aber anscheinend kann uns niemand hören. Wir sind ja tot. Sieh da, bitte! Verdammt. Verdammt, ja. Hey, du! Hey, hörst du mich? Komm zurück! Ziel erfüllt. Geh auf das Licht zu. Oh Mann! Und damit nochmal herzlich willkommen zu Murder Soul Suspect. Ja, dem Let's Play. Es geht endlich los. Ich freue mich. Ich feier voll, bin ich ganz ehrlich. Ich kann es kaum glauben, dass es endlich losgeht. Und durchgehen. Ein Geist kann durch Objekte in der realen Welt hindurchgehen. Lalala. Boah, das möchte ich auch mal können. Was haben wir hier? Warum wackelt die Tür so? Okay. Ich dachte, da kann man was machen. Achso, im Übrigen, ich spiele das gerade, falls das jemand interessiert, vor der Let's Play Live Show, dem 12. Juni, also den Freitag, so um 14 Uhr. Also alles relativ frisch noch. Will unbedingt hier, wie gesagt, das macht so Fun jetzt mit der Elgato und alles. Lalala. So. Hey, warum bist du weggerannt? Es wird langweilig, den neuen Ratschläge zu geben. Nimm's nicht persönlich. Durch Wände rennen, Dinger scheinen lassen, sieht aus, als wärst du schon eine Weile hier. Du musst wissen, wie dieser Ort funktioniert. Funktioniert? Dieser Ort ist nicht schwer zu verstehen. Wenn du deine Gaben erkennst, wirst du hier nicht lange festsitzen müssen. Unsere Gaben. Die Frage ist, was meinst du mit unseren Gaben? Was meinst du mit Gaben? Deine Stärken im Leben steigern sich im Tod. Hier werden sie zu Kräften. Einige Kräfte sind einzigartig, einige verbreitet. Besitz ergreifen, Leute beeinflussen, schwächere Geisterobjekte so manipulieren, dass sie erscheinen oder verschwinden. Stärken werden zu Kräften. Okay, unsere Stärken werden also zu Schwächen. Warum kann ich nicht durch alles hindurchgehen? Oder wie konnte ich hier eingeschlossen werden? Ich glaube, warum kann ich nicht durch alles hindurchgehen, würde mich auch interessieren. Ich hatte gerade eine Tür getroffen, aber durch andere Sachen kann ich gehen. Was ist los mit diesem Ort? Ich dachte, ich kann durch alles laufen. Wir können keine Gebäude betreten, die von den Bewohnern Salems gesegnet wurden. Außer durch eine Öffnung. Eine offene Tür oder ein Fenster. Wenn wir aber einmal drin sind, halten uns Wände und Türen nicht mehr auf. Die Geisterobjekte, durch die wir nicht hindurch können, erkennst du an ihrem blauen Schein. Mit der Zeit wird dir alles logisch erscheinen. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Information, Geisterfähigkeit, Hinweise. Alle im Rahmen der Ermittlung entdeckten Hinweise werden hier gesammelt. Siehe öfter mal rein, um dich an Informationen und Hinweise ihrer Fundorte zu erinnern. Geisterfähigkeiten. Meine Fähigkeiten aus dem Leben sind auch im Tod nützlich. Manche Fähigkeiten sind verbreitet, manche sind einzigartig. So, das haben wir gelesen. Hier haben wir so ein kleines Inventar oder beziehungsweise so
wo wir mal nachschauen können. Hier, Nebenfälle. Hier können gesammelte Artefakte eingesehen werden. Kehre hier zurück, um während der Erkundung Salems deine Sammlung zu betrachten. Okay, hier werden wir dann ein bisschen was... Das ist zum Beispiel hier durchgehen. Ein Geist kann durch Objekte der realen Welt hindurchgehen. Hier können wir ein paar Infos uns einsehen. Besitz ergreifen. Geister haben die Fähigkeit von lebenden Wesen Besitz zu ergreifen. Die Fähigkeit spähen, belauschen und beeinflussen können eingesetzt werden, wenn du von einem lebendigen Wesen Besitz ergriffen hast. Detektivspürsinn. Deine Fähigkeit als Ermittler wird anhand der Anzahl der enthaltenen Marken bewertet. Je mehr Marken du erhältst, desto besser bist du als Detective. Wer bist du? Du scheinst schon eine Weile hier zu sein. Ich? Ich bin bloß jemand wie du. Aber bedenke meine Worte, das hier ist kein Spielplatz. Du kannst dir deine Zukunft nehmen oder andere tun es für dich. Oh, okay, das klingt sehr gefährlich. Wie kann ich mir meine Zukunft nehmen? Tut mir leid, ich verstehe nicht, wovon du sprichst. Wie kann ich mir meine eigene Zukunft nehmen? Du bist hier, um etwas zu klären. Klärst du es nicht, kannst du nicht weg. Keine Sorge, das passiert recht oft. Oft? Das ist verrückt. Okay, also müssen wir unsere ungeklärte Sache klären. Wenn ich nicht kläre, was noch ungeklärt ist, bin ich vielleicht hier gefangen. Für immer. War da noch was wir noch nicht gelesen haben? Nee, Geisterfähigkeiten? Genau, das haben wir ja schon. So. Wer sind die anderen? Was meinst du, andere können meine Zukunft stehlen? Dämonen. Sie waren einst wie wir, haben sich aber selbst verloren. Sie sind für immer hier gefangen und existieren ausschließlich, um jene zu verzehren, die hier verweilen. Solche wie uns. Verstanden. Dämonische Bedrohung. Wenn ich nicht aufpasse, verzehrt mich ein Dämon. Also muss ich herausfinden, wer mich umgebracht hat und ihn aufhalten. So komme ich hier weg. Nun, viel Glück dabei. Warte, ich muss noch mehr wissen. Wow. Heilige Scheiße. Oh Mann. Sei vorsichtig da draußen. Wer weiß, was hinter der nächsten Ecke lauert. Seltsam. Das sind anscheinend schon ein paar Dämonen. Hinweise, nicht geklärte Sachen. Der Typ hat mich kaltblütig erschossen. Ist er meine ungeklärte Sache? Ich weiß es noch nicht, aber ich denke, wir werden es rausfinden. Und ja, dann schauen wir mal, dass wir mal zurück zu unserem Tatort kommen. Vielleicht ist ja mittlerweile auch schon die Polizei. Halte L2 beim Laufen gedrückt, um zu rennen. Yay! Okay, also durch die blauen Sachen können wir anscheinend nicht durchgehen. Das sind dann halt... Aber hier könnte ich nochmal... Ja, okay. Das wären auch blau. Da können wir also mit rennen. Gut. So. Können wir die Türen öffnen? Ah, da war gerade irgendwas. R2 entfernen. Ah, das ist ja nice. So, und jetzt habe ich gerade noch eine Trophäe bekommen. Entfernen entdeckt. Jawohl. Sehr schön. Dass es auch eingeblendet wird. Ich muss unbedingt gleich noch was installieren. Ich muss die Trophäe noch ausschalten. Stadt betreten, natürlich. Betreten wir die Stadt. Und dann schauen wir mal. Mittlerweile ist wahrscheinlich auch schon die Polizei da, um den Tatort abzusichern. Jawohl. Die eigene Leiche auf der Straße liegen sehen. Es ist, als blicke man in einen Spiegel, den man nicht sehen will, aber man kann sich nicht abwenden. Und dann fällt einem auf, man weiß nicht, welches echt und welches das Spiegelbild ist. Großartige Idee, Baxter. Mit Beweisen herumhantieren. Verstärkung! Wer braucht Verstärkung? Hätte es nicht versuchen sollen, zu uns zu gehören.
Mann! Du warst ein echt dämlicher Hurensohn. Sir? Oh! Hey, Baxter! Hey! Mach einfach weiter mit den Zeugenaussagen. Mach schon. Klar. Ich bin hier der Dumme. Das ist nicht Ihr Tatort, Lieutenant. Also, erweisen Sie ihm die letzte Ehre und dann gehen Sie bitte. Ja. Es mag nicht mein Tatort sein, aber es ist mein Fall. Es wird morgen mein Fall sein und am Tag danach. Bis wir ihn erwischen. Das sollten Sie sich gut merken, Sergeant. Ich folge nur den Anweisungen des Captains. Sie kennen die Prozedur, wenn ein Familienmitglied... Gut, okay. Lassen Sie sich ruhig Zeit, Lieutenant. Ich weiß nicht, wie oft ich mir gewünscht habe, du wärst tot. Tu mir einen Gefallen, Conman. Sag Julia, dass ich sie vermisse. Das weiß sie, Rex. Das weiß sie. Ich muss die Fährte meines Mörders aufnehmen, bevor sie kalt wird. Ja, Rex scheint wohl unser Bruder zu sein. Finde die Spur des Mörders. Ich muss hier alles untersuchen, um vielleicht etwas Neues herauszufinden. Untersuchen beginnen. Ich muss einen Blick in Stewarts Notizbuch werfen. Vielleicht wissen Sie schon was. Also haben Sie den Mann mit der Kapuze gesehen? Ja. Ich habe ihn gesehen. Er hat den Mann auf der Straße getötet. Wäre gut zu wissen, worüber Sie reden. So, und jetzt können wir natürlich... Sie Hinweise gefunden haben, die ich noch nicht kenne. Ich muss hier eine Spur finden. Ermittlung abschließen. Um eine Ermittlung abzuschließen, musst du erst nach Hinweisen suchen. Untersuche dafür verdächtige Objekte und interagiere mit relevanten Personen, indem du die Besitzergreifen-Fähigkeit nutzt. Drück X, um fortzufahren. So, 8 Hinweise suchen wir. Kamera zoom mit rechts. Die Hinweise hier müssen etwas bedeuten. Das ist gut. So. Schauen wir mal hier, unsere Leiche. Overkill. Information: Mein Tod. Geschlagen, aus einem Fenster geworfen und erschossen. Wer auch immer mein Mörder ist, er wollte mich ganz sicher tot sehen. So, in Stücken. Gucken uns natürlich jeden Hinweis an, ist ja klar. Zerbrochenes Glas des Fensters, aus dem ich geworfen wurde. So. Ich muss mich immer noch so ein bisschen dran gewöhnen, dass ich auch ein Live-Bildschirm jetzt habe, wo die Aufnahmen auch parallel läuft und alles ansehen. So, meine Ersatzwaffe. Meine Ersatzwaffe hat mir ja viel gebracht. Letzte Zigarette. Zigarette, meine letzte Zigarette. Gut, dann kann ich endlich sagen, ich habe aufgehört. Oder so ähnlich. Finde ich gut. So. Was stand da gerade? Achso, ich muss hier eine Spur finden, ja. Hallo? Hallo? Ansehen, Patronen sind das. Mit den eigenen Kugeln getötet. Patronenhülsen. Der Mörder hat mehrere Schüsse auf mich abgefeuert. Schamlos. In aller Öffentlichkeit. So, 5 von 8 Hinweise haben wir schon mal. Das heißt, wir können jetzt erstmal hier in sein Tagebuch schauen, mit R2 Besitz ergreifen. Und dann können wir mal ein bisschen spähen. So, spähen. Das Spähen durch die Augen der Lebenden erlaubt dir, deine Ermittlung voranzutreiben, indem du die wichtigsten Informationen auswählst. So, was hat er über meinen Mörder in Erfahrung gebracht? Forensikbericht an Lieutenant Rex. Die übliche Vorgehensweise ist, den Lieutenant zu informieren, wenn die vorläufigen Forensik eintrifft, auch wenn er sich von dem Fall distanzieren sollte. Welches ist die wichtigste Information? Was denn jetzt? Hallo? So, Mieter vermisst, vermisster Mieter.
müssen in der Wohnung gelebt haben, aus der ich geworfen wurde. Nee, ich brauche mehr Informationen, okay. Keine Waffe. Also haben Sie keine andere Waffe am Tatort gefunden. Er hat mich mit meiner eigenen Waffe erschossen, weil er selbst keine dabei hatte. Ja gut, im Prinzip ist es ja eigentlich... Ja gut, was heißt jetzt, das wussten wir ja eigentlich so schon. Mordwaffe. Der Mörder hat meine Waffe benutzt. Warum hat er nicht seine eigene Waffe mitgebracht? Gut, ich sag mal, im Prinzip wussten wir das eigentlich schon. Weil wir haben unsere Waffe hier liegen sehen und er hat sie aufgehoben. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich meine das. Warum passiert mir das? Ich wollte bloß nach Hause und zu Abend essen und... Hey, alles in Ordnung? Wenn ich das wüsste. Warum bin ich überhaupt hier? Ich soll... Okay, sei geduldig mit dir. Sie ist aufgebracht. Sie ist solche Anblicke nicht gewohnt. Wenn ich sie nur beruhigen kann, kommt ihre Erinnerung bestimmt zurück. Okay, sei geduldig mit ihr. Sie ist aufgebracht. Okay. Sie ist solche Anblicke nicht gewohnt. Ich glaube, es sind immer ungefähr zwei Sachen, die man sich anhören kann. So, mal eben zu... Hallo? Beeinflussen. So, was könnte sie dazu bringen, mir zu erzählen, was sie gesehen hat? Uns fehlt noch ein Hinweis, da möchte ich doch nochmal erstmal, bevor ich es versuche mit ihr, werde ich erstmal nochmal mich ein bisschen anders, also ein bisschen umhören. Was für eine Nacht, Herr Robinson? Ja. Krass. Ronan, unfassbar. Ich versteh's nicht. Warum war er hier? Er war lebensmüde. Wir erhielten einen Anruf, der Glockenmörder sei in dem Gebäude. Ronan antwortet, wartet nicht auf Verstärkung. Und bevor er sich versieht, versucht der Glockenmörder, ihm das Fliegen beizubringen. Und dann bam. Du weißt, sieben in die Brust. Du weißt, nächste näher. Du weißt wirklich nicht, wann du aufhören solltest, oder? Hast du dir immer seine Tattoos angesehen? Diesen ganzen Unterweltscheiß? Er war mehr Krimineller als Cop. Wer wie ein Dieb lebt, stirbt auch wie einer. Er war einer von uns, Arschloch. Der Glockenmörder. Ich kam hierher, weil ich einen Zeugen eine mögliche Sichtung des Glockenmörders in der Gegend meldete. Genau, da waren wir hinterher. Hier mit dem Mordwaffe haben wir zwei von den Abzeichen fehlen da. Ich muss mal kurz gucken. Da haben wir schon, okay, das haben wir schon. Da können wir nichts mehr tun. Beeinflussen. Deine Fähigkeit, eine Person richtig zu beeinflussen, hängt von den in Ermittlung gefundenen Hinweisen ab. Jetzt können wir zum Beispiel zu der Frau schon rübergehen und sie beeinflussen. Ich möchte mich aber trotzdem noch mal ein bisschen umsehen, umhören. Die Jungs werden alles tun, was sie können. Das ist echt bizarr. All diese Cops, wir kommen nicht voran. Die Jungs werden alles tun, was sie können. Ja. Okay. Gibt's hier noch vielleicht einen Hinweis oder so? Ruhig bleiben. Wir Cops müssen die Leute beruhigen. Mann, Ronan. Ich kann's mir gar nicht ansehen. Zum Glück bin ich kein Cop. Kaum zu glauben, dass da eine Leiche liegt. Ich glaube, dasselbe würden wir, glaube ich, auch denken. Warum muss ich eine Reportage in so einem Kaff machen? Kann's kaum erwarten, nach Boston zu kommen. Warum sind die Cops so schweigsam? Wissen sie nicht, dass die Presse ihnen helfen kann? Unglaublich. Als ob sie einfach einen Schalter umlegt. Ich könnte nie ihren Job machen. Es ist alles so außer Kontrolle. Wie sollen wir ruhig bleiben, wenn sie nicht mal ihre eigenen Leute beschützen können? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es schon total geil, dieses mit den Leute belauschen alles und irgendwie, das ist schon cool gemacht. Das hat schon irgendwie was, auf jeden Fall. Na? So, beeinflussen. Der Glockenmörder, Zigarette, Mordwaffe, mein Tod. Vielleicht mein Tod, vielleicht. Schlagen aus dem Fenster geworfen und erschossen. Wer auch immer mein Mörder ist, er wollte mich... Achso, das hatten wir schon gelesen.
Das war falsch. Was könnte ihre Erinnerung wiederbringen? Wir haben nur 3 Versuche. Die Waffe vielleicht? Das war auch falsch. Glockenmörder vielleicht? Jetzt haben wir nur noch 1 Versuch. Das war richtig. Boah, sehr schön. Hab ihn gesehen. Den Mann mit der Kapuze. Draußen. Er hat zur Wohnung im obersten Stockwerk hochgesehen, glaube ich. Okay. Zielort des Mörders. Eine Zeugin glaubt, den Mörder war absichtlich auf dem Weg in den obersten Stock. Es war kein Zufall. Ja, und kein Zufall ist es auch, dass wir jetzt eine kleine Pause machen hier in der Folge und ich würde sagen, dann gehen wir mal da rein ins Gebäude. Wo war das denn jetzt? Ja, hier. Genau, gehen wir da rein, denn wir haben unsere Ermittlungen erstmal abgeschlossen und schauen in einer weiteren Folge dann, wie es weitergeht. Ja, wie wir die Ermittlungen vorantreiben werden. Ich würde sagen, bis dahin, macht's gut, ciao.